Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu die drei Fragezeichen Geheimnis der Schattenhelden. Und ja, eigentlich glaube ich, sind wir hier auf der Suche nach einem Schlüssel, um an das Geschenk ranzukommen. Wir haben inzwischen einen kleinen Käfig und wir haben irgendwas, was Miniaturdings macht. Und wir hatten auf dem Schrottplatz diverse Sachen, das weiß ich, die uns mit groß angezeigt wurden. Ja, Blackie nämlich auch. Na, warte mal. Das probieren wir mal. Blackie ist wohl auf und bleibt schön hier. Okay. Der bleibt jetzt da stehen, oder wie? Den. Ja, okay. Da war aber noch mehr. Da war noch mehr. Da war irgendwo noch ein Eimer. Und ja, genau, warte, der Eimer hier, ne? Ah ja. Und bei dir war... Ich bin einfach zu blöd zum Jonglieren. Wenn mir nur etwas anderes einfallen würde. Du wolltest die Glühwürmchen ja nicht haben. Wegen dem Hinweis mit dem Licht aufgehen. Warte mal, bekannte Gesichter mit unbekannten Reaktionen. Ob Justus davon profitiert, wenn er behilflich ist. Was ist zu groß? Wo gehört es hin? Zum Glück hat Justus einen Minimator. Genau, okay. hier im Garten, da hatten wir noch die Schere, genau. So, ein Eimer, eine Schere. In der Kiste liegen alte Lumpen. Da war nichts. Was war hier? Er hatte doch hier diese riesen Glühbirne. Warte mal. Nee, okay. Das geht nicht. Eine Schere und ein Eimer. Das geht doch auf keine Kuhhaut. Das geht doch auf keine Kuhhaut. In die Küche kann ich nicht. Da waren Lumpen drin. Kuchen? Was ist hier mit dem Schild? Okay, warte mal. Hatten wir hier draußen? Ja, den Hut. Den hatten wir noch. Oh, warte. Der Hut. Der Hut. Bei dir irgendwas? Das Motorrad vielleicht? Nee. Dein Motorrad ist allemal ein paar Nummern zu groß. Okay, also es ist zu groß. Da gehe ich anders ran. Da gehe ich anders dran. Von hier? Nee, das scheint noch nicht richtig zu sein. Okay, warte mal. Der Hut aber, der passt doch bestimmt hier zu ihm irgendwie, oder? Ich finde, hier ist eine Wiedergutmachung fällig. Findest du? Du hast doch schon Kirschkuchen bekommen. Nee, okay, da kann ich nicht hin. Warte. Glühbirne. Die kriegst du. Ja. Ich habe eine Idee. Fortan lasse ich meine Säge singen. Oh mein Gott. Ah. Na ja. Schön für dich. Ja. Okay, jetzt hat er die Glühbirne über dem Kopf und das bringt mir was? Oh, Onkel Titus macht Katzenmusik. Ja, das höre ich. Oh, Onkel Titus macht Katzenmusik. Was hat mir das jetzt gebracht? Jetzt ist ihm... Oh ja, er macht echt Katzenmusik. Was hat mir das jetzt gebracht? Ich habe noch eine Schere. Und ich habe einen Eimer. Mir steht nicht der Sinn danach, mich durchs grüne Tor zu quetschen. Okay, also das möchte er nicht. Mit dem Motorrad könnte ich noch was tun, aber ich kann es irgendwie anscheinend noch nicht. Da gehe ich anders dran. Da gehe ich anders dran, sagt er. Hier, warte mal, hier brennt es auch noch, ne? Nicht, solange es am Tor brennt. Ach, er will von der... Ah, ich verstehe. Er will von der Seite an das Motorrad.
Okay, kann er aber nicht, weil es brennt. Hier, warte mal, warte mal. Nee, nee, warte mal. Ich will da nicht rein. Ah, so. Wir haben Wasser. Können wir das jetzt löschen? Okay. Feuer gelöscht. Ah, da ist mein Motorrad. Okay, wollen wir mal gucken? Ach, ist ja süß. Okay. Jetzt haben wir das Motorrad eingepackt. Okay, Tante Mathilda. Sprachlos vor Entsetzen. Ja, Motorrad und Schere. Wofür? Was ist zu groß? Wo gehört es hin? Zum Glück hat Justus seinen Minimator. Bekannte Gesichter mit unbekannten Reaktionen. Es fehlen ein Schlüssel und reichlich Geschick. Wie hat er sie wohl immer was verpackt? Das Motorrad hatte doch Peter oder so. Hatte der da nicht irgendwas gesagt? Sollen wir es irgendwo hinstellen? Hier? Irgendwo neben irgendwas? Wo soll denn das Motorrad hin? Hier ja wohl nicht mehr. Da habe ich es ja gerade weggeholt. Wo sollte das... Der hatte doch irgendwas gesagt. Stell dein Motorrad, keine Ahnung, wohin. Hier vielleicht irgendwo hin? Oh, Onkel Titus macht Katzenmusik. Was soll ich mit der Schere machen? In der Kiste liegen alte Lumpen. Kann ich da irgendwas mit der Schere? Nee. Was ist hier bei ihm jetzt los? Ich finde, hier ist eine Wiedergutmachung fällig. Eine Wiedergutmachung? Was für eine Wiedergutmachung? Noch ein Kirschkuchen klappt ja nicht. Willst du das Motorrad? Nee. Kann ich dich schrumpfen? Nee. Haben wir sonst noch irgendwo große Sachen gehabt? Eine Wiedergutmachung will er haben. Aber was? Treppe komme ich nicht hoch. Nee, nach wie vor nicht. Okay. Wo soll ich mit dem Motorrad hin? In der Kiste liegen alte Lumpen. Kann ich die? Nee. Das Motorrad da reinpacken? Okay, auch nicht. Soll ich das Motorrad hinstellen? Oh, er macht Katzenmusik. Ist hier irgendwas, was ich zerschneiden kann? Oh, war ja. Onkel Titus macht Katzen. Hier, willst du das Motorrad? Die Schere? Nee, auch nicht. Oh, war ja. Gehen wir mal rein. Vielleicht kann ich hier noch irgendwas ausrichten, machen, tun. Schere. Schere? Nee, ich brauche einen Schlüssel hier. Das ist mir schon klar. Warte mal. Nee. Ich habe auch noch immer noch den... Das Buch ist noch an seinem Platz. Ja. Aber nicht zu fassen. Immer noch den Minimator. Warum habe ich den noch? Ja, das, warte mal, kann ich den auf das Geschenk anwenden? Nee. Mir sind die Glühwürmchen ausgegangen. Also ist die Kammer schrecklich dunkel. Okay. Was ist zu groß? Wo gehört es hin? Ich weiß nicht, wo das Motorrad hingehört. Zum Glück hat Justus seinen Minimator. Was
Was soll ich mit der Schere? Ich bin jetzt so blöde schon wieder. Mann. Ist mir aber schwer hier. Ich kann Blackie nicht einpacken. Wo soll ich das Motorrad hinstellen? Werkstudio. Verborgene Erkenntnis. Es fehlt ein Schlüssel, ja. Bekannte Gesichter mit unbekannten Reaktionen. Irgendwas hatte Peter oder Bob. Die hatten da irgendwas gesagt, wo ich das Motorrad hinstellen soll. Aber ich weiß nicht mehr wo. Ich bin der Meinung, wir hätten irgendwas gesagt von wegen neben irgendwo. Also hier zum Beispiel. Aber es geht ja hier nicht. Oder ich treffe vielleicht auch wieder einfach den richtigen Punkt nicht. Wäre möglich. Hier steht nicht. Wäre möglich. Sie sagt nichts mehr. Was? Siehst Was? Du, Tante Mathilda? Mehr ist an meinem Motorrad nicht dran. Wie recht du hast. Ach, dafür backe ich rasch einen Kirschkuchen. Okay. Sie backt rasch einen Kirschkuchen. Das könnte die Wiedergutmachung für Dick Perry sein. Jetzt hat sie einfach mein Motorrad hier eingesteckt. So. Was ist hier mit dem Kirschkuchen? Backe Kuchen. Ich finde, hier ist eine Wiedergutmachung fällig. Ja, okay, Kuchen backt. Ach, warte. Ach, da! Da, der Schlüssel. Zustände sind das. Okay, wir haben den Schlüssel. Okay. Aber wir haben auch immer noch die Schere. Das macht mir viel mehr Sorge. So, okay, warte. So, jetzt gehen wir mal hier hin. Jetzt kommt da bestimmt ein Minispiel, oder? Oder nicht? Okay. Alles fest verknotet. Alles fest verknotet. Okay, unsere Schere kommt zum Einsatz. Wunderbar. Das sieht aus wie eine klassische Filmrolle. Backstudio. Ha! Das klingt ähnlich wie Backstudio. Ach so. Es war ein akustisches Missverständnis. Dann muss ich die korrekte Bezeichnung bereits unbewusst in meinem Umfeld gesehen haben. Was ist denn nun los? Justus wird unsanft aus dem Schlaf gerissen. Ich kann nicht ahnen, dass der wahre Albtraum gerade erst begonnen hat. Durchgerüttelt. Was ist denn jetzt passiert? Ach du meine Güte. Was ist denn passiert? Das war ein Erdbeben. Okay, wäre möglich, wie ne? Wie still es ist. Wo steckt Blackie? Ich sollte mich davon überzeugen, dass es allen gut geht. Okay, ja, in Kalifornien rumpelt es wahrscheinlich öfter mal. Hier sieht's ja heiß aus. Oh, draußen hat sich der Schrott verlagert und drückt gegen den Wohnwagen. Oh oh. Das ist aber nicht gut. Ach, guck mal, jetzt kann ich auch in die Küche ran. Okay, was bringt mir das jetzt gerade? Nichts. Ohne Strom sieht es düster aus. Okay, wir haben keinen Strom. Okay, könnte wirklich ein Erdbeben Blackie gewesen sein. Bekommen haben. Wenn er doch nur einen Laut von sich geben würde. Hm. Oh. Okay, seinen Käfig haben wir eingepackt. Was machen wir jetzt hier? Ach, guck mal, ich kann an die Bodenklappe ran. In der jetzigen Lage erscheint mir die Benutzung unseres Geheimtunnels als viel zu riskant. Ja, ist ja in Ordnung. Was ist das hier? Ich kann es gerade gar nicht erkennen. Okay, wir sollen hier Bücher und Akten, oder wie? Bücher und Akten finden. Wo war das? Was
habe ich da jetzt weggeräumt? Alter, das ist ja wirklich alles kaputt hier. Okay, die habe ich jetzt. Das ist da alles. Ui. Oh. Die Dynamo-Taschenlampe kommt wie gerufen. Damit bringe ich Licht in die Dunkelkammer. Okay, ja dann. Nimm mit. Ich vermisse allerdings mein Handy. Ich muss es verlegt haben. Oh, war ja sein Handy. Kann ich hier noch irgendwas gerade rücken? Erstmal wieder. Telefon. Ohne Strom sieht es düster aus. Ja, Alter, hier ist er wirklich. Ohne Strom sieht. Nein, ohne Strom sieht es düster aus. Okay, warte mal, er will dahin. Puh. Was bin ich froh, dass wir hier keine Chemikalien mehr lagern. Ja, da fliegt noch alles in die Luft, M. Ah, der Akkuschraubendreher ist aufgeladen. Okay, Akkuschrauber. Ölkännchen. Was noch? Ich lasse die Lampe erst einmal hier. Okay. Kann ich denn noch was haben? Akkuschrauber, Ölkännchen. Mehr nicht. Aber willst du sie nicht lieber ausmachen? Irgendwann ist die Batterie ja vielleicht auch aufgebraucht. Oh, draußen hat sich der Schrott verlagert, ja, okay. Und drückt gegen den Wohnwagen. Da komme ich nicht hoch. Das Periskop ist nicht zu gebrauchen. Okay, Periskop ist kaputt. Ach. Das Türschloss leistet Widerstand. Ja, da ist vielleicht auch ein Haufen Schrott davor, hör mal. Kannst du da mit dem Akkuschrauber? Ja, ist schön. Jetzt haben wir ein Loch. Jetzt mache ich die Tür auf und dann kommt der ganze Müll rein, oder wie? Ich greife und greife, aber die Tür muss sich verzogen haben. Ja, willst du da jetzt Öl drauf machen oder wie? Naja, aber wenn die Tür viel sich... Öl war nicht mehr im Kännchen. Die Tür sich verzogen hat, finde ich das jetzt ein bisschen unwahrscheinlich, aber okay. Womit schmiere ich nun die Kanten ein? Womit schmiere ich nun die Kanten ein? Was mache ich denn jetzt überhaupt hier mit? Soll ich das hier irgendwo ablegen oder wie hättest du es gerne? Soll ich das hier... Ach so, warte mal, das könnte ich hier ablegen vielleicht. Nee. Was soll ich denn damit machen? Oder hier auf den Tisch? Oh, was sind wir hier? Erdbeben bedeuten immer Chaos. Aber hier sind Fragezeichen drauf. Erdbeben oder bedeuten... Kann ich das hier ab... Kann ich das hier irgendwie ablegen? Oder da? Oder hier? Oder soll ich es zuschrauben? Na, Chaos. Erdbeben bedeuten... Warte mal, Blackie, wo steckt er nur? Auf unser Telefon hat er noch immer reagiert. Justus hasst das Chaos. Kein Wunder also, wenn er durch Aufräumen weiterkommt. Ausweg. Die Tür zum kalten Tor geht nicht auf. Justus denkt sicher an Schrauben, Ölen und Einseifen. Immer Chaos. Ja, immer Chaos. Einseifen. Warte, hier. Da war Seife. Okay, sehr gut. Kann ich jetzt hier noch irgendwas haben? Gut, dann. Einseifen. Etwas hakelig, aber in der Not schmiert sich der Teufel die Erdwurst aufs Brot. Okay. Ich kann Blackie unter diesen Umständen nicht zurücklassen. Aber ohne Strom funktioniert das Telefon nicht. Unser Telefon hat er noch immer reagiert. Ach so, und er sucht ja auch sein Handy. Fällt mir da gerade ein, da war was. Ohne Strom sieht es düster aus. Sein Handy... Okay, ja, ja, ohne Strom sieht es düster aus, ist ohne schon klar. Nee, ich will hier an den, einfach nur an den, boah, kann ich nicht an den Schrank hier? Nee, anscheinend kann ich nicht an diesen Schrank hier gerade dran. Wo könnte denn sein Handy sein? Das ist es nicht. Ohne Strom sieht es düster aus. Er will an sein Handy. Meine ich, hat er doch gesagt, ne? Was soll ich mit diesen Dingern hier machen? Die habe ich ja auch noch.
Schreib das nochmal auf. In der jetzigen Lage erscheint mir die Benutzung unseres Geheimtunnels als viel zu riskant. Ja, ja, ja. Also er will Blackie auf jeden Fall mit dem Telefon locken, aber wir haben keinen Strom. Und er vermisst sein Handy. Und wir haben hier komische Sachen. Akten und Bücher. Ach so! Ach so! Aha. Hier lag mein Handy. In der Zentrale haben wir keinen Empfang. Aber das Handy hat noch genug Akku, um einen Klingelton zu imitieren, der Blackie vertraut ist. Um einen Klingelton zu imitieren, ja. Von dem Telefon, das ist mir schon klar. Aber wie soll das gehen? Ach. Wo kam das jetzt her? Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aus dem Tresor? Wo kam das jetzt her? Ist ja süß. Wo kam das jetzt her? Hier unten, vielleicht. Aber der kann auch... Ich versuch's mal. Wo kam das jetzt her? Wo ist der Flattervogel? In der jetzigen Lage... Ja, 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 ja. Alles gut. Wo ist denn der Flattervogel jetzt hin? Oh, draußen hat sich der Schrott verlagert und... Hier in der Küche? Hier muss Blackie irgendwo stecken. Aha, im Kühlschrank. Ohne Strom sieht es düster aus. Hier, oder was? Die Schrauben der Scharniere stehen schief. Okay, dann warte mal. Die Schrauben der Scharniere stehen schief. Also Blackie ist anscheinend hier irgendwie drin, aber... Kann ich denn nicht mit dem Akkuschrauber? Warte mal, wenn ich den Käfig... Nee. Akku. Ja, doch. Sehr gut. Das ist ein Loch. Wo ist der denn? Ich muss ihn völlig verschreckt haben. Da ist doch ein Loch, oder nicht? Falle! Falle! Wie Falle? Ich kann überhaupt nicht sehen, wo ich hinfassen soll. Lieber Gott, du machst es mir aber schwer. Kann ich die Taschenlampe? Ja, okay. Düstere Düsternis, okay. Bei Licht könnte ich Blackie tatsächlich besser erkennen. Bloß wenn er ausbüchst, muss sein Käfig einen sicheren Landeplatz bieten. Okay, Käfig habe ich. Sein Käfig muss einen sicheren Landeplatz bieten. Na, warte. Das ist mir zu unsicher. Wo könnte der Käfig Schwankungen besser abfangen? Boah, ich hasse dich. Hier auf dem Tisch vielleicht. Nein. Hier vielleicht. Wo kann der Käfig jetzt hin? Das ist die Frage. Mir versagt schon wieder die Stimme. Hier irgendwie? Ah, okay. Hier ist der Käfig gut aufgehoben. Naja, auf dem rollenden Stuhl, mein Freund. Das weiß ich aber auch noch nicht. So. Nicht! Blackie! Bleib hier! Komm, Blackie! Komm, 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 komm! Okay, da ist der Käfig. Okay, wir gucken von oben. Du Kassel. Oh, 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 shit, ich kann richtig weit rüber. Na gut, dann suchen wir jetzt Blackie. Oh ja, Blackie, plan ich. Ich finde dich. Da! Ah, okay, abgehauen. Was soll ich ihn in den Käfig buxieren? Oder. Wie habt ihr euch das gedacht? Wo ist er denn jetzt? Ja. Blackie, komm, hier ist der Käfig. Wo bist du denn jetzt schon wieder hin? Oh, der Vogel wird geschlachtet, ey, das sag ich euch.
gibt's Blackie Burger. Also. Okay. Wie soll ich denn... Soll ich jetzt irgendwas Bestimmtes machen? Oder fliegt er irgendwann sowieso dahin, wo er hin soll? Kann ich da rein? Anscheinend nicht. Okay, da oben ist es zu dunkel. Ja, ja, ja. Ach, da bist du. Hallo. Ja, er fliegt dann in die Richtung, aber er ist gar nicht hier in der Richtung. Ne? Das ist natürlich ein bisschen verwirrend. Blackie? Da bist du. Na, hier, er ist jetzt gerade darüber geflogen, aber da ist er jetzt nicht. Da. Och, Blackie. Was mache ich denn jetzt mit dir? Wie kriege ich dich denn jetzt in den doofen Käfig rein? Ist halt die Frage, ob ich irgendwas Bestimmtes tun muss. Oder ob er irgendwann hinfliegt einfach, ne? Dass ich jetzt einfach hier durchhalten muss. Oh, da. Oh mein Gott. Okay. Oh, eine Anstrengung. So, jetzt habe ich Blackie schon mal wieder im Käfig. Soll ich ihn denn jetzt da reinhängen? Dahin? Nee. Was soll ich denn jetzt mit Blackie machen? Ich werde hier wahnsinnig gerade. Justus wird in der Zentrale sicher nicht allein verlassen. Ob er... Okay. Soll ich einfach gehen oder wie jetzt? Ah. Nun mal nicht den Teufel an die Wand, Blackie. Wir haben schon öfter Erdbeben erlebt. Aber ich kann mich an keines erinnern, das den Schrottplatz erschüttert hat. Justus! Justus! Ja, schrei da nicht so. Tante Mathilda. Sicher ist sie Krankvorsorge. Naja, so Krankvorsorge hörte sich das jetzt aber auch nicht an, ne? Oh, Onkel Titus geht es gut. Allerdings hat er mit einem Rohrbruch zu kämpfen. Und mit einer Badewanne. Ein Rohrsystem, hm? Wie sagten wir immer im Zirkus? Bekloppt, aber könnte klappen. Ganz schön clever, die alte Badewanne heranzuziehen, Onkel Titus. Soll ich helfen? Kümmere dich lieber um deine Tante. Aber wenn du meine handbetriebene Wasserpumpe entdeckst, also die könnte ich gebrauchen. Handbetriebene Wasserpumpe, okay. Und das hier erinnert mich an das, was im Geheimgang war. Da war da auch so ein komisches Stück, von dem ich nicht wusste, was es ist. Mathilda benötigt die Liste mit den Notfallnummern. Ich habe sie zuletzt im Büro gesehen. Hier hast du den Schlüssel. Ah, okay. Dankeschön. Ich will mich aber gerade erst mal umgucken hier. Oh. Das sieht aus wie eine Luftpumpe oder so. Kann ich hier noch irgendwie was haben? Irgendwas Hübsches? Nein, hier. Was haben wir hier? Den setze ich gleich auf. Ah, Helme. Okay. Helm hat er auf. Na gut, Justus, ja. Jonas. Ja. Du kommst auf der Stelle zu mir. Schrei da nicht so. Hier liegen überall... Falle, hm? Hier liegen überall Rohre rum. Da geht vor. Ja, ja. Ach, ist ja gut. Du erscheinst nicht zum Abendbrot. Dein Bett ist unberührt und kein Pieps nach dem Beben. Komm mir bloß nicht mit einem neuen Fall und nächtlichen Aktionen. Ich bin untröstlich, Tante Mathilda. Aber sieh mal, wen ich gerettet habe. Ja, oh, und wir wollen ran. Naja, schön, dass du dich wenigstens um den Vogel sorgst. Ach, natürlich kann Blackie bei mir bleiben, Justus. Ach, nicht auszumalen, wenn euch etwas zugestoßen wäre. Ach, Jungs. Ja, mach dir bloß keine Sorgen, weil wir im Wohnwagen eingeschlossen waren, ne? Ja, kann ich das Telefon haben? Nee. Kann ich das haben? Nee. Kein Strom, kein Wasser, kein Telefon. Ach, und meine Notfallliste habe ich auch verlegt. Ach, richtig. Da war doch was. Die Notfallliste.
Ja, Krakra. Aha, das heißt, ich komme hier gar nicht raus jetzt gerade, oder wie? Wofür bräuchte ich jetzt den Schlüssel? Kein Strom, kein Wasser. Ja. Krakra, Krakra. Ach so, Blackie. Richtig. Ja, du bist Blackbeard, der Pirat. Du vergrubst ihn in finsterer Nacht, wo die Toten halten ewig wacht und ne Buddel rum. Jawohl. Oh. Es sieht nicht so schlimm aus, wie ich befürchtet hatte. Naja, es reicht aber. Sie will ihre Notfallliste. Okay, kann ich hier irgendwo? Oh, Tante Mathilde hat mir gestern etwas vom Abendbrot aufgehoben. Ja, dann hau weg hier. Hau weg die Plörre. Okay, aber hier ist nichts Gescheites. Außer Tatütata höre ich hier gerade nichts. Okay, was sagt denn unser schlaues Buch? Mr. Jonas braucht Hilfe bei den Wassermassen. Was schwebt ihm vor? Ja, irgendein Gerät. Aufstellung wichtiger Telefonnummern aus dem Büro. Passt der Schlüssel, falls nicht, lautet die Frage, ob Gegenstände aus der Welt von Sport, Freizeit und stilvollen Frisuren Sinn machen. Was? Ach, guck mal, hier kann ich auch ran. Oh. Entschuldigung, was? Ach du meine Güte? Ach Mist, jetzt habe ich nicht gesehen, was er gesagt hat. Ist das hier der Schlüssel? Das ist hier zu riskant. Achso. Kann ich das hier mal abbauen? Das ist hier zu riskant. Aber wir können an diese Tür hier auf jeden Fall ran. Schlüssel aus dem Büro. Und was mit Sport und Freizeit? Kann ich denn hier inzwischen irgendwas mitnehmen noch? Ja, Büro, ist klar. Das ist ihm da zu riskant. Warte mal, geh mal zurück. Nutzt ihr das hier? Danke, Justus. Das erleichtert mir die Arbeit enorm. Aber was mache ich, wenn die Wanne voll ist? Die Wanne hat einen Stöpsel. Also müssten wir das Wasser mitunter ablassen. Hast du einen Schlauch, der zum Bordstein draußen reicht? Ah, du willst das Wasser in die Kanalisation leiten? Da müsste schon ein Feuerwehrschlauch her. Wüsste nicht, dass wir einen haben. Aber Rohre finden sich garantiert. Damit könnte ich eine Leitung bauen. Du wirst sehen, so geht das auch. Die Wanne ist voll, Baby, die Wanne ist voll. Ja, Rohre, die haben wir ja irgendwie irgendwo schon gesehen. Guck mal, da haben wir doch schon mal ein Röhrchen. Oh, war ja 33 Stück. Na, ihr habt es ja gut vor hier. Dann wollen wir mal gucken. Das ist doch bestimmt auch ein Rohr. Jawohl. So, dann lassen wir mal hier gucken. Ist hier oben auch ein Rohr? Nein, da rein mit dir. Ich war hier noch nicht fertig. Sieht aus wie ein Verbindungsstück, geht aber nicht. Oh, weia. Wir brauchen ordentlich viele Rohre, ihr Lieben. Der Ständer daran ist höhenverstellbar. Okay, das war jetzt irgendwas mit dem Sport. Das war doch, warte mal, eine Menge Einzelteile, das sind die Rohre. Fallende Dachschindeln, ein Fallnetz auf Stützen wäre die Höhe. Ah, hier, das war das. Gegenstände aus der Welt von Sport, Freizeit und stilvollen Frisuren sind. Machen Sport, Freizeit und stilvolle Frisuren. Da ist ein Netz. Oder eine Hängematte. Stil, hier ist doch auch noch irgendwie so ein Rohrstück. Hatten wir in der Zentrale... Oh, warte, hier. Hatten wir in der Zentrale auch noch Rohrteile? Ich weiß es gerade gar nicht. Gucken wir mal nach. Da ist meine Taschenlampe. Eigentlich müsste sie noch brennen. Bedarf des Kurbeln halte ich nicht für empfehlenswert. Okay. Ich wollte auch eigentlich nach irgendwie Rohrstücken oder irgend sowas gucken, aber das sieht hier nicht so aus, ne? Ohne Ja. Was? Mit bloßen Händen bekomme ich das defekte Periskop nicht weg.
Dabei wäre das Rohr zu gebrauchen. Aha, okay. Warte mal. Okay, jetzt eins nach dem anderen. Moment. Das Basketball-Dingen. Könnte ich mir vorstellen, sollen wir hierhin machen, um die Dinger aufzufangen. Oh, weia. Aha. Und schon haben wir ein paar Rohre mehr. Ja, sehr gut. Okay. Kriege ich das hier auch noch? Das Stück hier? Oh ja, ist ja gut. Kann ich da jetzt rein? Das ist hier zu riskant. Das ist eben immer noch zu riskant. Was ist mit dem Netz? Können wir das hier irgendwie noch hinbauen? Okay, anscheinend. Oder warte mal, da an den Haken? Hier, da? Nee. Hier an das Rohr? Hm, okay, also anscheinend nicht das Netz. Oh, warte, hier. Rohre, sehr gut. Da ist auch noch eins. Was ist bei euch hier? Habt ihr hier noch Rohre irgendwie? Ich habe ja schon eine ganze Menge. Sieht aber nicht so aus. Gut, gucken wir drinnen nochmal. Waren hier irgendwie... Nee, hier waren keine Rohre. Aus Sport und Freizeit und irgendwas mit Perücken. Oh, hier ist noch ein Rohr. Okay. Noch irgendwo eins übersehen. Hast du hier noch Rohre? Das Warte ist mal. Hier zu riskant. Warum? Geh doch einfach nur zur Tür raus. Wo ist denn das Problem? Oh, hier ist ein Rohr. Das war aber auch gemein versteckt, ne? Ja, hier diese Schellen nimmt er nicht. Was ist mit dem Tor? Oh, warte. Hier sind Rohre, sehr gut. Ah, kann ich hier raus? Oh, gut, dass wir das rote Tor haben. Ja, total. Oh, deine Maschine. Gegen das Erdbeben von 1906 war unseres heute ein sanfter Stups. Ich hoffe, dass das so bleibt. Ja, das mag ja sein, aber... Alleine schaffe ich es nie und nimmer. Ach, Justus, das ist doch dein Motorrad. Muss doch möglich sein. Ah, so, warte mal. Was wollte ich denn jetzt? Bin ich wieder hier? So, das war jetzt das rote Tor. Ich wollte hier eigentlich mal... Ach so, kann ich gar nicht. Ich kann da gar nicht gucken, ihr Lieben. Da fehlen uns jetzt noch ein paar Rohre. Und wahrscheinlich... Das ist hier zu riskant. Warum denn? Ein bisschen Wasser da oder was? Okay, da rein. Also irgendwas brauche ich noch. Irgendwie Perücken oder Sportgeräte oder weiß ich auch gerade nicht. Irgendwie will er noch irgendwas haben. Ich nehme an, das brauchen wir hier für die Dachziegeln. Dass wir das irgendwie da hinstellen, aufbauen. Aber mit was? Mit was könnte man das machen? Mit so einer Lampe da vielleicht? Und mit den Lampen hier? Oder mit der Leiter? Nee, nicht wirklich. Hier, so eine Lampe vielleicht, aber die gehen nicht. Die Lampen will er nicht. Nein, zapp doch nicht immer zurück. Ich lass mir hier gucken. Hier, Lampe? Lampe? Nee. Rohre brauche ich auch noch. Der Ständer daran ist höhenverstellbar. Sag ich doch mit der Lampe. Beziehungsweise mit dem Ständer. Der Ständer ist höhenverstellbar. Brauchen wir anscheinend auch nur den einen. Ja, warte mal. Mit dem jetzt? Da? Ah. Okay, warte mal ab hier. Ah, nicht wieder runter. Nein, nach oben. Oh Mann. Ist jetzt ganz oben? Ich weiß es nicht. Warte mal. Jetzt ist er oben, ne? Wieso geht das nicht, was ich vorhab?
Fehlt mir jetzt noch eine Lampe? Ich dachte, er verbindet das Netz hier mit dem Basketball-Ding. Die Lampe? Das muss doch garantiert da jetzt irgendwie dran. Da ist ein Haken. Okay, das geht nicht. Warum geht das nicht, wie ich das möchte? Kann er denn... Das ist hier zu riskant. Oh. Die Höhe ist perfekt. Jetzt fehlt noch ein Sicherheitsnetz. Ach so. Hä? Soll ich denn jetzt... Ich habe doch nur auf das Ding hier geklickt. Ja. Sicherheitsnetz kommt. Okay. Ach du lieber Gott. Ihr Lieben, es sind 40 Minuten. Ich habe das Sicherheitsnetz gespannt und werde jetzt ganz schnell die Folge beenden. Ich hoffe, wir können beim nächsten Mal hier durch die Tür. Und ich hoffe natürlich, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen hoch und bis dahin.